Hi Leute und willkommen zurück zu Age of Empires 2. Wir sind dabei, unsere Armee ein bisschen noch zu verstärken. Bisher sieht es eigentlich ganz gut aus. Irgendwo sind die ungarische Transportschiffe. Genau, und dann werden wir nicht nach links, sondern nach rechts runter segeln. Wahrscheinlich wird die Minimap das sagen. Oder auch irgendein Sprecher und wir kriegen es dann erst richtig mit. Naja, diesmal haben wir ein bisschen besser alles begonnen. Wir haben erst die Forschung gemacht, haben sogar ein paar Einheiten hergestellt. Wir haben auch das Dorf beschützt, was uns dann regelmäßig sogar Nachschub gewährt. Also theoretisch hätte man die Mission einfach laufen lassen können und warten, bis man gewonnen hat. Oder eine riesige Armee hat von 100 Leuten und dann einfach alles überrennt. Na gut. Wir möchten uns jedenfalls erstmal jetzt hier nach vorne wagen. Und das hier einnehmen. Sobald wir Schiffe haben, lassen wir das Schloss auch in Ruhe. Oder? Ich denke schon. Wir werden einfach feige fliehen. Dann passt das schon. So, ihr steht wieder da bereit. So, und ihr auf maximale Entfernung. Nein. Sorry für euer Haus, es tut mir leid. Meine Triebwerke wollten das gar nicht. Natürlich nicht. So, wenn man hier Leute verliert, haben sie einem hier neue gegeben, was immer eine coole Sache ist. Jetzt lasst doch das Haus mal in Ruhe. Tut mir leid. Ja, wir bringen nur Pech für euch. So, dann hier rüber. Zack, den nochmal zerstören. Dann das Tor. Ja, noch einen Schuss, dann passt das. Abbauen. Nein, nein, Abbruch. Hier rauf. So, ich gehe erstmal dahin. So ist besser. So. Dann werden wir die hier vernichten und in die Schiffe einsteigen und schnell wegfahren. So, wenn es dann wieder nicht funktioniert. Auch wenn wir jetzt quasi nach Plan vorgehen, dann weiß ich auch nicht mal weiter. So. Und du noch mal schnell. Stirbst heute noch? Wow. Auf der anderen Flussseite sind mehrere ungarische Orte, die nur darauf warten, geplündert zu werden. Genau. Jetzt habe ich mich hiermit aufgehalten, obwohl ich hier hin soll. Ah. Oh Mann. So, da rein. Der Rest geht da rein. Hallo? Da rein. Ah. Die sind auch ein bisschen. ein bisschen dämlich sind sie ja. So. So, wir schippern erstmal hier runter. Ich habe mich echt hiervon ablenken lassen. Warum sie auch immer das jetzt schon zeigen. Weil dann bin ich nämlich links hoch. Weil ich dachte irgendwie so, irgendwie sieht das hier falsch aus. Aber nein, ist genau richtig. Weil hier keine Feinde sind. Naja, gut. Wobei wir am Anfang sogar noch in die richtige Richtung geschippert sind und dann direkt umgedreht. Aber wir dachten, es wäre falsch. So. Die Rohstoffe, die wir benötigen, sind unter der Kontrolle der Ungarn. Wir sollten ihre Dörfer niederreißen und die dort gelagerten Rohstoffe einsammeln.
Okay. Komm mal her. So. Eins. Danke. So, jetzt soll ich die Dörfer zerstören. Was machen die denn? Schiffchen. Hier hin. Du bist auch leer. Krass. Und du auch leer. Okay. Gut, dass die sich wenigstens auf der Stelle drehen können. Sonst wäre das ultra nervig. So. Eins von sechs ungarischen Dörfer. Erstmal vom Turm wegziehen. Ja, von wegen. Das funktioniert nicht. Nein! Halt auf, irgendwas anzugreifen. Geht einfach dahin. Ja, und schon hat es nicht mehr funktioniert. So. Abreißen, abbauen. Abreißen. Das wär's ja. So. Baut ihr euch da vorne wieder auf. So, dann hoffe ich, dass wir mit den Karren gut weit kommen. So, wieder was kaputt. Ah, schade. Wir hätten direkt drauf schießen sollen. So, was war das? Oh, schade. So, Ungarn hat Tribut gezahlt. Schon mal gut. Sonst gibt es hier nichts. Okay. So, jetzt müssen wir eigentlich die da abfangen erstmal, die da vorne kamen. So, warten wir auf, dass sie wieder ankommen. So, zwei Dörfer haben wir kaputt gemacht. Ja, komm einzeln. Schön. Ach, schade. So, wir sollen uns erstmal nach da hinten durchschlagen. Na, kommen die noch oder? Da sind sie. So, dann mach das mal kaputt.
So, erstmal den Kram da kaputt machen. So. Alle zurück. Phew, okay. Dann jetzt die abfacken. Erstmal da oben stehen. Okay. Die stehen. Ah, da ist eh keiner mehr drin. Ey, die sind so runtergebombt. Das ist schon irgendwie ein bisschen übel. So, dann. Kann ich eigentlich schon mal an die Arbeit machen. Okay, wird das Ding fein schießen, wäre der jetzt schon längst tot. Oh shit. Das doch wohl meinen Leuten Ruhe lassen. Und zumindest meine Karren. So, wir kommen mit dahin. Ah, sieht nach einem großen Dorf aus. So, Team 3. So, ich hoffe, er produziert nichts großartig. Das da ja, lassen wir erstmal auch so. Aha, der nächste. Neues Team 3. 5 Karren haben wir schon mal. 6 Dörfer soll ich zerstören. Also gehen die eigentlich einmal auf das gleiche Ziel. Hättet ihr da eingeschlagen, wäre es viel schneller gegangen jetzt. So, hier abbauen. Hier erstmal dahin. Oh, eine geile Sichtweite, ne? Ernsthaft. So, ich glaube, ich gehe hier lang. Ah, perfekt. Oh, sehr geil. Team 1. Ihr Team 2. Team 3 und ihr seid einfach nur da. Nein. So, schön. So, Team 1. Und Team 2. So, und stopp. So, können wir uns mal schön aufpowern. Jetzt noch ein paar Ritter. Ah nein, 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 nein. Zwei müssen reichen. Ich weiß nicht, ob ich noch Rammblöcke brauche später. 300 Nahrung, Alter. Was kosten die mich? Holz und Gold. Okay, dann mach ich das mal. Kann sich nur lohnen. So, hier ist was und da ist was. Zwei Burgen des ungarischen Adels. Und dabei machen noch ein paar Dörfer kaputt machen. Dann gehen wir erstmal nach rechts, würde ich sagen. Räumen das da hinter uns auf. Oh, da können wir auch nochmal hin. So. Dann sieht unsere Armee eigentlich ziemlich gut aus.
Wir haben diesmal nur Reiter und keine Nahkämpfer. Also, schon Nahkämpfer, aber... Ihr wisst, was ich meine. Keine Infanterie, so. Warte, ihn dahin. Ihr baut euch mal da auf. Ja, zack, haben sie was zu tun. So, mach das mal kaputt. Ihr geht dahin. Hin? Achso, ich muss wieder ein paar Rohstoffe geben. Leider keinen Karren. Naja. So, abbrechen. 4 von 6 haben wir. So, dann gehen wir dahin. Ich weiß, da ist auch noch was und da können wir auch noch hoch, aber... Bisher bin ich damit zufrieden, wie es aktuell ist. Ja, schick. Ja, bisher noch keinen Schaden genommen, das gefällt mir. So, warten wir erstmal auf. Unsere Trieböcke und die Mönche, die haben ein bisschen mehr Reichweite in allem. Also Sichtweite. Davon rede ich jetzt eigentlich. So, da sollte erstmal nichts passieren, weil die anderen uns ja noch nicht hassen. So, ihr geht dahin. Die Mönche gehen auch dahin. Und ihr baut euch erstmal auf. So, ist ja klar, dass wir die jetzt wieder triggern. Aber nicht so schlimm. So. Wie schnell die droppen, ne? So geil. Okay, komm. Weiter bauen. So, ihr sammelt euch erstmal. Und dann macht ihr das kaputt. Sind das überhaupt die Ungarn? Irische Adlige, okay. So, ein Mönch hier könnte auch fertig werden. Genau. Ich dachte schon, die wollen wieder nicht loslaufen. Losheilen. Laufen. Laufen. Beine am Laufen. Ungarische Dörfer. Zählen diese Adelsdinger jetzt auch dazu? Abbauen. Brauchen wir da gerade 2 Lebensbalken? So, kommen jetzt von unten wieder welche? Ich weiß es nicht. So.
So. Das ist in Sicherheit. Ich liebe das, wenn das passiert. Und so einer, der angehittet ist und verfolgt wird, sich zwischen die anderen drängelt, die nicht mal hier rankommen und der dann gegengehalten wird, ganz gemütlich. Das weiß nicht, was hier von unten kommen kann. So, die nächsten, die geheilt werden. Abbauen. So, die darf ich jetzt nicht allein lassen, sonst verliere ich die wieder. Eigentlich sind das meine coolsten Einheiten. So, machen wir das erstmal kaputt. Wenn von unten was kommt. Oh, meine Leute stehen bereit. Ich liebe diese Dinger. Okay, dann. Beschützt es. Mit eurem Leben. So, dann greifen die das auch nochmal an, wenn das Tor gefallen ist. Ja, ja. Sieht doch bisher ganz gut aus. So. Diesmal läuft's besser. So, das ist down. Dann ist der Turm down, dann mache ich das da kaputt. Läuft. So, abbauen. Oh, das war ein einzelner Turm. Zum Glück kann er nicht so weit schießen. So, die Burg ist das Wichtigste. Okay. Ach ja, Triebwerke sind schon viel entspannter als die Ramböcke. Weil Ramböcke auch schon ziemlich cool waren. Kann man nicht anders sagen. Ich habe auch einiges gerissen. Aber Triebwerke haben dann doch ihren ganz eigenen Vorteil. Und weg ist das Ding. Realzeit entwickelt. Ah, jetzt dürfen wir auch weiter forschen. So. Kommen die daran? Ich weiß es nicht. Ich werde hier nichts riskieren. Nein. So, einfach nur abbauen. Oh, das reicht nicht. Und aufbauen. So, macht was ihr wollt. Die dürfen auch nicht zu Schaden kommen. Ah, die kommen sogar an den Turm ran. Hätte ich jetzt pauschal nicht erwartet, aber danke. Da werden sie nicht rankommen, das wird zu weit weg sein. Aber jetzt können sie erstmal was anderes alles hier zerstören. Aber ich will nicht, dass er jetzt hier noch irgendwie was... Ah, sag schon. Ja, an Einheiten baut, so wie es... im letzten Versuch hier gemacht hat, wo plötzlich ganz viele Leute kamen und ich nicht wusste, woher die jetzt noch sein sollen. Oh, da war ein Turm. So, ich habe zwei Anführer. Kommandhäuptling und noch ein Kommandhäuptling. Ah, schön.
Ja, abbauen. Zack. Da. Ups, nein. Das Gebäude ist schon gut. So. So, erstmal da wieder hin. Alles schön zusammenhalten. Dass wieder irgendwas Komisches passiert. Ich meine, das sieht schon geil aus, wenn so viele Pfeile gehen, niedergehen. Hat schon was. So, jetzt ist definitiv kaputt. So, hier geht dahin. Ich weiß, hier ist noch irgendwas. Ach ja, jetzt haben wir eine schöne Armee. Oh shit, das sind viele. Jawohl. Na, gut, dass er die nicht mitgenommen hat. Das war jetzt nicht so viel an Schaden. So, erstmal zurück. Jawoll, so muss das. So, keine Verluste für uns. Dafür eine ganze Menge bei denen. So, das sind auch Ungarn. Ungarische Dörfer, jawoll, passt. So, abbauen. Ach, schön. Ah, den lass ich erstmal da vorne stehen. So, ihr stellt dazu, die Mönche stellen sich dazu. So, die lasse ich da einfach mal stehen. So, auch das Dorf ist niedergewalzt. So, ihr dahin, ihr dahin. So, dann können wir aber auch hier den Part erstmal beenden. Beim nächsten Mal werden wir dann die Mission hoffentlich vollenden, indem wir diesmal den richtigen Weg genommen haben, mit alles zerstören. Was eigentlich keinen Unterschied macht, aber hey. Gut, letztes Mal war es schwerer, diesmal ist es noch leichter. Na gut. Müssen die wissen. Wir beenden hier und bis zum nächsten Mal. Ciao.